Weiter geht's mit Folge 15 von Erfolgsjagd. Die Monster sind immer noch munter, lustig dabei. Ich habe jede Menge Zeugs im Inventar, aber immer noch keine Pfeile eingesammelt. Irgendwie geht mir alles auf den Keks, aber ich glaube, ich muss mir gerade mal noch ein paar neue Fackeln machen. Ne? Das alleine wird es nicht tun. Holz, oh, Holz. Ich glaube, ich sollte. Ach ne, ein bisschen habe ich ja noch. Aber ich glaube, ich muss immer mal wieder neues Holz machen oder zumindest neues aus der Kiste oben holen. So. So, so. Ja, ich glaube. Hier oben habe ich eigentlich erstmal die Schnauze voll. Da gab es halt noch jede Menge Rohstoffe. Die kann ich mir noch holen. Irgendwann. Ist da noch Eisen? Da oben ist der Skeletttyp immer noch. Ah, es ist. Wäre schön, wenn er runterspringen würde. Ich war ja auch. Ich meine, irgendwer war doch auch noch runtergesprungen. Da hinten steht einer. Da kommt der Zombie. Auf den warte ich gerade mal noch. Dann schauen wir mal, ob ich den Skeletttypen da wegkriege. Okay. Habe ich noch nicht gesehen. Nicht in die Lava, nicht in die Lava. Oh Gott, da ist noch einer. Ja, schieß mich gegen dich, das ist nett. Das ist super von dir. Komm in die Lava, in die Lava. Oder auch nicht. Machen wir das mal so. Warum ist es mir eigentlich auch immer noch eindeutig zu dunkel, wenn ich das mal so sagen darf. Noch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt von der anderen Seite abgeschossen werde. Oder nein, ich mache das. Ich gehe mal ein bisschen auf Nummer sicher. Ich baue mich jetzt nicht von unten einfach hoch. Ich gehe einmal den Bogen nach da hinten. Ja, das war gut. Das war sehr gut. So, so. Vielleicht sollte ich hier doch mal dicht machen. Dann baue ich mich nämlich nur dieses kleine Stück dort hoch. Oh, hier ist auch noch mal eine Höhle. Toll. Oh. Das ist ja alles Höhle. Ach, das geht nicht. Das ist natürlich schlau. Ach, warum? Oh. Da oben. Haben wir es jetzt? Kann ich das hier vielleicht irgendwann mal ausleuchten? Nein? Nein. Kann ich nicht. Das ist gut gewesen. Irgendwie nerven die. Müssen die nicht irgendwann nochmal verschwinden? Auch das mit dem Ausleuchten funktioniert nicht, weil mich dann das Skelett auf der anderen Seite runterschießt. Das ist irgendwie nicht fair. Ich bin jetzt echt im Überlegen, ob ich einfach nach unten gehe, mir hier die Wand baue und hoffe, dass ich da irgendwo Diamanten finde. Oder ein neues Skelett, weil wir ja schon so lange keins mehr hatten. Wo kommst du denn jetzt schon wieder her? Hast du wenigstens Pfeile fallen lassen? Habe ich mittlerweile Pfeile? Außer in meinem Körper natürlich. Ey, die ganze Zeit lassen die Pfeile fallen und jetzt, wo ich welche brauche, kriege ich keine oder was? So was aber auch. So. Nochmal essen. Baue ich mich jetzt hier einfach in die Wand. So. Weil von der Höhe, glaube ich, sollte das eigentlich passen, ne? Ich will Diamanten finden, das ist mein Ziel. Ich brauche Diamanten jede Menge. Wahrscheinlich finde ich wieder ewig nichts. Gegen Monster kämpfen wäre jetzt wahrscheinlich interessanter. Aber es geht halt auch um die Erfolge. Das heißt, ich muss das ja auch irgendwie vorantreiben.
Und ich höre schon wieder Gestöhne. Kommt doch gleich wieder die nächste Höhle, die aufgeht. Da ist schon mal Redstone. Redstone ist auch schön. Das ist aber gerade nicht unbedingt das, was ich will. Ich weiß nicht, kommen die hinterher? Jede Menge. So. Eigentlich ist das ja schon mal nicht schlecht. Und dieses Gestöhne und Gelaufe macht mich natürlich schon ein bisschen kirre, muss ich ja schon sagen. Den Rest hole ich mir auch noch irgendwann. Ich hoffe echt, dass das jetzt über mir und nicht irgendwie da so. Komm, Diamanten, lass mich Diamanten finden. Bitte. Es tut mir leid, ich dieses Gestöhn. Es ist grauenhaft. Grauenhaft. Ich muss jetzt einfach Strip Mine machen, das geht nicht anders. Ich denke, die Höhe ist schon ganz gut. Hier sollte irgendwann was zu finden sein. Die Spitzhacke ist gleich kaputt. Habe ich noch eine? Ne, muss ich mir gleich neu machen. Puh. Und hier ist aber wieder mal nichts. Aber es ist ruhiger geworden. Ist schon mal wesentlich entspannter. Habe ich so wirklich gar nichts, ne? Super. Das ist ja toll. Ich gehe noch ein bisschen weiter. Ich brauche einmal. Boah. Eine neue Spitzhacke. Oder zwei mache ich gleich. Wobei ich jetzt aufpassen muss, dass mein Inventar nicht zu voll wird, wa? Na egal, ein bisschen Platz habe ich noch. Okay, ich gehe jetzt echt nochmal in die Richtung. Wenn ich jetzt in der Folge nichts finde, würde ich sagen, mache ich noch eine Folge. Vielleicht. Vielleicht gehe ich tatsächlich erst einmal wieder zurück. Bau mit den Häuschen weiter. Mach das Inventar wieder leer. Oh man, hier ist ja echt nichts. Warum habe ich denn immer so ein Pech? Das gibt's doch nicht. Weiß nicht, andere Leute gehen immer in solche Höhlen und Minen rein und finden andauernd immer irgendwas. So, das, da rein. Das ist ein Blödsinn, oder? Ja, doch. Doch, jetzt kann ich die beiden sehen. Aber das ist echt nichts, ne? Auf der Seite auch kein Redstone, keine Kohle, Eisen, Gold. Es gibt ja nun diverse Rohstoffe, die man hier finden könnte. Aber ich finde nichts. Das finde ich nicht richtig. Wenn ich das mal so sagen darf. Was ich natürlich auch machen könnte, ich könnte tatsächlich einmal zurückgehen. Mir dann den Bogen machen, die Pfeile aus der Kiste holen, damit ich wenigstens ein bisschen was habe. Ich glaube, das mache ich.
Ich fahre jetzt noch diese Folge zu Ende. Dann gehe ich Anfang der nächsten Folge. Los. Das müssen noch ein bisschen Eisen. Würde ich es ja nicht unbedingt als Erfolg bezeichnen, aber besser als gar nichts, oder? Noch mehr Eisen, cool. Das ist schön. Irgendwo müsst ihr doch sein, ihr Diamanten. Habe ich das Gefühl, dass dieser denn noch schlechter ist. Kann das sein? Okay. Dann gehen wir wieder nach oben. Da brennt was. Ach, Fledermaus, okay. Nee. Dahin muss ich. So. Okay, Gold, da habe ich schon Gold, ne? Ja, komm. Wenn ich jetzt eh gehe, dann nehme ich das gerade noch mit. Cool. Oh, noch mehr. Das ist wenigstens immer schön. So wünsche ich mir das. Na, so. Geh schon hoch. Komm, ich ein bisschen, kann ich gerade schon hochgehen. Oh Gott, keine Ahnung, ob es Tag oder Nacht ist. Es ist Tag, das ist schön. Ah, frische Luft. Sehr schön. Puh, okay. Wie gesagt, jetzt gehe ich zurück, leere hier mein Inventar ein bisschen aus, baue ein bisschen an dem Haus weiter. Und dann geht's wieder runter. In die Mine und dann, ja, wir brauchen Diamanten, ne? Hilft ja nix. So. Ach ja, der Grafikbock. Den haben wir schon wieder verdrängt. Das war die andere Höhle, glaube ich, ne? Gut, ihr Lieben, keine Erfolge diesmal, wieder nicht. Da ist schon wieder ein kleines Schaf ausgewüchst, oder ist es immer noch? Ich weiß es nicht. Egal, ich bin wieder zu Hause und in der nächsten Folge schauen wir dann mal weiter. Danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge dann. Ciao.